Die vierte Etappe startet heute Morgen mit nicht so aussichtsreichem Wetter. Bei tief hängenden Wolken und leichtem Nieselregen gehen wir durch den Ort Fügen und suchen die Talstation der Spieljochbahn auf. Um 9 Uhr nimmt die Liftstation den Betrieb auf und bringt ihre Gäste von 640 Meter auf 2215 Meter ins Tuxer Alpenvorland. Morgen. Morgen. Zweimal. Nur rauf. Nur rauf. Vier Gästekarte. Oder wo haben Sie übernachtet? Im Kosis. 30 Euro bitte. Maske haben Sie dabei oder Mund-Nasenschutz haben Sie dabei, oder? Den haben wir dabei und die sagten heute, ab heute bräuchte man es nicht mehr unten. Ab heute brauchte man schon Mund- und Nasenschutz in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Okay, okay. Der Liftbetrieb der Spieljochbahn wird im Sommer lediglich von wenigen Wanderern genutzt. Hochkonjunktur herrscht dagegen im Winterbetrieb. Dann besitzt die Bahn eine Liftkapazität für die Skifahrer von 14.135 Personen pro Stunde. Sieht aber schlecht oben aus. Die Gesamtlänge der Bahn ist knapp 4 Kilometer lang, mit einer Zwischenstation auf einer Höhe von 1200 Meter. Hier ist das bei 1200 Meter, denn wir gehen noch über 800 Meter hoch. Von der Bergstation gehen wir über den Bergrücken hinauf zum Onkeljoch, durchwandern den folgenden Bergsattel und kommen über Serpentinen zur Gart Alm. Durch Latschen und Grünerlen geht es leicht abwärts in einen lichten Wald hinein. Am Loarssattel geht es wieder leicht bergan, bis es an der Maschentalalm abwärts nach Hochfügen geht. Bis auf einen kleinen Anstieg am Anfang und einmal zwischendurch ist die Gesamttendenz der Strecke fallend. Wir starten mit der Liftfahrt in Fügen und das Etappenziel ist die Ansiedlung Hochfügen. Das ergibt ab der Bergstation Spieljoch eine Streckenlänge von 13,7 Kilometer. Hierfür benötigten wir eine Zeit von 4,5 Stunden. Dabei wurden beim Aufstieg 500 und beim Abstieg 800 Höhenmeter zurückgelegt. Mit Regencape und Schirm bewaffnet starten wir den Aufstieg zum Onkeljoch. Im Linksbogen wandern wir hinauf zum weithin sichtbaren Kreuz des Spieljochgipfels. Leider ist die Sicht ins Zillertal durch die Wolken versperrt. Lediglich ein Blick auf die Wasservorräte, die im Winter für die Schneekanonen benötigt werden, ist uns gegönnt. Der Weg führt nun über den Steig hinauf zum Onkeljoch. Beim Aufstieg kommen wir an einer Abzweigung vorbei mit der Aufschrift Gart Alm, Loarssattel und Hochfügen. Diese ignorieren wir und gehen direkt auf die oberhalb von uns auftauchende Bergstation der Liftanlagen zu. Unser Weg führte uns direkt unter dem Lift und vor der Bergstation hindurch, wo wir einige Schafe aufscheuchten, die in der Bergstation Unterschlupf vor dem schlechten Wetter suchten. Von der Bergstation blicken wir auf den weiterführenden Steig, der sich auf einem Kamm durch den vor uns liegenden Bergsattel zieht. Und gehen erst alle auf hier, noch voll Knospen. Eigentlich könnte ich den Regencape ausziehen. Ist ja jetzt eigentlich trocken. Stört hierbei. Und Klettern stört das. Man soll das nicht für möglich halten. Die Sonne kommt raus. Dann wird es ja doch noch ein schöner Tag heute. Dann vielleicht mal gucken, wie weit wir noch haben, wie viele Kilometer. Ja, man weiß ja, da täuscht in den Bergen. Wir haben den schmalen Pfad verlassen und folgen nun einem Fahrweg, der sich serpentinenartig an Lawinenschutzgittern abwärts zur Gart Alm schlängelt. Nach dem Abstieg gelangen wir zur Gart Alm. Hier fällt einem gleich die Bärenskulptur auf, die vor einer alten Hütte platziert ist. Es handelt sich um den bekannten Bären Bruno, der am 30. Mai 2006 der Hütte einen Besuch abgestattet hat und am 26. Juni 2006 als angeblicher Problembär in Bayern erschossen wurde. Morgen! Unterhalb von der Gart Alm führt der schmale Pfad leicht bergab durch die Weideflächen, vorbei an einem Meer von blühenden Alpenrosen. Nein, er hat kein Piercing. Er hat kein Piercing. Hier, ne? Ja. Ja. Weiß ja immer, bis man weiß ja nicht, tun sie was, oder tun sie nichts. Ne? Lässt uns durch? Lässt uns durch? Ne? Hat wieder angefangen zu regnen. Wir sind zwar jetzt im Wald, aber wirklich besser mit dem Regen ist es nicht. Naja, Aber die haben für morgen besser gemeldet, gell? Ah ja, da wollen wir das Beste hoffen. Quellwasser. Quellwasser. Ist ja so warm heute. Ja, ja, geil ist es nicht, nur noch. Aber gut. Ja, gut. Ja? Ja. Besser als Bruno? Viel besser. Schön kalt, erfrischend. Von der Tränke aus geht es einige Meter über einen Holzsteg, um im feuchten Wiesengrund nicht zu versinken. Als Abwechslung ein angenehmes Laufen. Wieder festen Boden unter den Füßen geht es über Serpentinen hinab auf den Fahrweg im Loarssattel. Die meisten Wanderer folgen dem Fahrweg nach rechts zum 400 Meter entfernten Alpengasthaus Loas. Wir setzen unsere Wanderung auf dem leicht ansteigenden Fahrweg durch das Drehkreuz fort. Circa 300 Meter nach dem Drehkreuz teilt sich der Weg. Hier waren beide Wegweiser mit einem Ü bezeichnet. Einmal Hochfügen und einmal Lammarkalm Hochfügen. Im Nachhinein haben wir uns für den falschen Weg entschieden. Dieser senkt sich nun sanft zur Ansiedlung Hochfügen hinab. Landschaftlich schöner soll wohl der über die Lammarkalm sein. Sonne, die Sonne. Ja, und Schnee. Und das Ski, die Abfahrt. Ja. Die Kühe gehen hier nicht durch, man kann es mit dem Auto durchfahren, geht auf, ohne dass er aussteigen muss. Hochfügen war nicht nur Etappenziel der Deutschlandtour 2008, auch wir haben unser Etappenziel für heute erreicht. Auf Schusters Rappen, dachte ich los. Durch die wenigen Häuser und Hotels in Hochfügen war unsere Unterkunft für heute schnell gefunden. Unsere Übernachtung mit Frühstück war im 4-Sterne-Berghotel gebucht. Trotz den widrigen Wetterumständen war es doch eine angenehme Etappe. Weitsicht und Sonne hätte die Route natürlich aufgewertet. Vom Balkon blicken wir auf die Skipisten vom Skizentrum Hochfügen.